Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin hier, wo zuletzt Mario stand, also mich verraten hat, beziehungsweise angegriffen. Und hier im nächsten Raum gibt es viele Abzweigungen, wie es scheint. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass das eine Falle sein könnte, aber hier scheint nichts zu sein. Nun gut, dann fangen wir doch mal hier unten an. Mal schauen, was ist hier. Huah, Orks. Und noch ein Ork-Schamane, den ich leider nicht erwischt habe. Schade. Na gut, mache ich irgendwie einen Nahkampf. Da stand gerade ein Skelett am Rand. So, was sagt mein Mana? 150. Das sollte noch für eine Weile reichen. Heiltränke. Sehr gut. Heiltrank. Sehr gut. Gut, ich mache jetzt mal folgendes, ich könnte eine Fackel nehmen, aber ganz ehrlich, ich bin Magier, was soll das? Ich nehme keine Fackel, ich nehme einen Zauber. Sturmbringer, okay. Ist das eine Waffe? Klingt so, oh ja, 150 Schaden, aber leider braucht sie halt auch 150 Stärke, die ich leider gerade nicht habe und wahrscheinlich auch nicht mehr erreichen werde. Und hier ist die Runenmacht. 115, ich hab... 88. Ah, apropos. Hä? Warte mal, ich hab doch den hier. Ja gut, damit habe ich 103. Das könnte klappen zu Zweihänder, wenn ich irgendwo noch ein bisschen was finde, was meine Stärke steigert. Ich habe leider keinen Lehrer, der mich in irgendeiner Form meine Stärke steigern kann. Leider. Warum ist mein Mana so komisch auf 158? Wie ist das denn passiert? Habe ich das nicht richtig hochgeheilt? Aber selbst dann, wie kam das denn bitte zustande? Also ich brauche jedenfalls viel Mana. Moment, kurz rechnen. 222. Das ist natürlich blöd. Ich habe mal 3 hiervon. Das müssten 225 sein. Und dann sollte das passen. Da ist leider ein Gitter. Uah, was ist das denn? Nee. Eisblock. Du bist gekommen, um mich und mein Werk herauszufordern. Du wirst versagen. Es ist noch niemandem gelungen, meine Krypta zu überwinden. Schauen wir doch mal. Was sagst du zu einem Eisblock? Oh, nichts. Komisch. Wie kommt das nur zustande? Ich hoffe mal, ich kann ihn... Ja, das sieht gut aus. Hey, also diese 15 Stärke, die macht sich definitiv bemerkbar. Schlüssel des Schlüsselmeisters. Okay. Klingt gut. Klingt gut. Jetzt fehlt mir 40 Mana. Komm, was soll's. Ist immer ein bisschen verschwenderisch. Nichts zu holen. Wie komme ich hier durch? Und da hinten ist noch der Schattenkrieger. Machen wir das mal so. Bleib mal stehen. Kriege ich den im Nahkampf? Oder ist der zu stark? Scheint relativ stark zu sein. Relativ viel auszuhalten vor allem. Ich schau mal, wie weit ich ihn runterkriege. Wenn es die Hälfte ist, dann kann ich ja nochmal... Ja, das ist die Hälfte. Problem ist nur, jetzt kann er mich natürlich auch hauen. Durch das Gitter durch. Das heißt, ich muss den auf jeden Fall nochmal einfrieren. Und ich... Warum kann ich nicht... Warum läufst du vor, statt zu zaubern? Bist du dumm? Ah, und das trifft nicht. Okay, ist mir jetzt zu blöd. Ich mach das jetzt so. Das trifft auf jeden Fall auf die Entfernung. So. Vielen Dank auch für den Zweihänder und den Knochen eines Skelettes. Na dann. 330, 340. Das sind dann 7 hiervon. 4.
Hä? Oder waren es 5? Keine Ahnung. Egal, vielleicht habe ich mich auch verzählt. Gut, hier unten komme ich jedenfalls nicht mehr weiter. Dann, der Schlüssel des Schlüsselmeisters. Ich frage mich, ob der vielleicht für diese Türen hier ist. Könnte sein. Aber was gibt's hier? Schalter. Okay, und jetzt? Bewegt sich ja gar nicht. Ach, da ist noch einer. Okay, das sieht doch gut aus. Und da fährt ein Gitter runter. Ist... Ah, wo kommt der denn her? Was zum Henker? Bleib. Ja gut, das war überreagiert. Da, komm her. Das war auch nicht gut. Uah, da sind ja noch mehr. Okay, da hilft nur eins. Puh, die kamen von da oben, ne? Was mich gerade ein bisschen wundert. Moment. 150, 230. Das wären nur 25. 325. Ja, aber was mal so. Na komm. So, wieder 10 Punkte verschwendet. Egal. Okay, war das jetzt hier unten? Nein, hier ist immer noch zu. Na gut. Dann bin ich mal so frei und schätze mal, dass sich hier nochmal solche Schalter befinden. Das sieht genauso aus. Ist doch ziemlich symmetrisch aufgebaut. Schauen wir mal, was hier passiert. Ja, genau das. Wie gedacht. Und diesmal nehme ich gleich das Massensterben in die Hand. Und warte mal auf die Zombies. Tja, okay. Hier kommt jedenfalls nichts. Na gut. Dann gehe ich mal hier runter. Was haben wir hier? Keine Gegner? Okay. Erstmal ein Licht machen. Liegt hier irgendwas rum? Drüben waren ja die Waffen. Vielleicht gibt es ja hier auch irgendwie andere Dinge. Nützliche Dinge. Zum Beispiel Mana-Tränke und eine Spruchrolle und noch eine Spruchrolle. Sehr schön. Schauen wir doch mal, was für Rollen das waren. Todeshauch, das klingt super. Magieschaden 500. Das klingt auf jeden Fall gut. Feuerregen könnte ich sicher mal gebrauchen irgendwann. Untote vernichten. Oh, sehr schön, sehr schön. Daran zu Rest ist halt so ein bisschen, ja... Monster schrumpfen. Ha! Das werde ich auf jeden Fall nochmal anwenden. Einfach nur, weil ich es kann. Okay, hier ist auch ein Gitter. Das ist leider auch zu. Bevor ich jetzt hier... Warte mal, vielleicht sind die Fackelnhebel? Nee, an der kann ich nicht ziehen. Und an der kann ich auch nicht ziehen. Okay. Dann haben die Fackeln nichts damit zu tun. Vielleicht die hier? Ich meine, es würde wehtun, da dran zu ziehen, wenn sie brennt, aber wenn ich damit weiterkomme und die Welt rette, dann ist es mir das doch wert, oder? Wie seht ihr das? Hand verbrennen oder Welt kaputt? Was ist besser? Oder was ist schlimmer? Uah, greift er mich an. Ah, hier ist offen. Vielleicht war hier auch nie eins. Die Fackel kann ich jedenfalls nicht ziehen. Ist das hier ein Hebel? Nein, auch nicht. Ich frage mich gerade ernsthaft, warum hier keine Gegner sind. Habe ich da direkt einzigen Gegner erwischt unten mit den Orks, oder? Was ist hier los? Oh, zwei Skelette. Zack. Ja gut, dann halt nicht. Brauche ich die Knochen? Ich weiß es nicht. Brauche ich den Zweihänder? Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal mit. Uah, Schattenkrieger. Vielleicht zwei davon. Die sind fies. Die sind echt fies. Haben die irgendwas dabei? Heiltränke oder so? Leider nicht. Hier ist ein Schalter, habe ich gesehen. Was passiert? Was passiert?
Nichts. Ah, da ist noch einer. Was passiert jetzt? Auch nichts. Okay. Ist dann nochmal hier einer, okay. Ah! Ich frage mich, ob ich gerade zufällig die richtige Kombination gefunden habe oder ob die Reihenfolge wichtig ist. Keine Ahnung. Okay. Das sah doch jetzt vertraut aus. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mal meine Mana auffüllen. Beim letzten Mal, als ich ein paar Schalter gezogen habe. Okay, nicht beim letzten Mal, aber als ich unten die Schalter gezogen habe, kam ein Gegner. Ich gehe mir auf Nummer sicher, mache meine Mana wieder voll. Ich nehme noch ein Feuerkraut oder so. Ja, komm. Didum, didum. So, Orks hier. Uah, untote Orks, für was? Ja, yep. Okay. Nichts zu holen. Mana auffüllen war definitiv die richtige Entscheidung. Wow. Da ist nichts zu holen. Das ist ja fies. Puh. Täufe ich mich oder war das ein bisschen knapp? Ich bin ziemlich angeschlagen. Die haben ein Drittel abgezogen. Hätte ich nur ein bisschen länger gebraucht zum Zaubern. Oder andere Frage, hätte ich es überhaupt schaffen können, meinen Mana aufzufüllen? Bin ich mir gerade nicht sicher. So, noch zwei kleine. Dann bin ich auch wieder voll geheilt. Puhahaha. Gruselig, hey, gruselig. Gut, hier oben war also offen. Dann schauen wir doch nochmal, ob hier unten offen ist. Da, wo ich zuerst war. Nein, da ist zu. Dann wird wahrscheinlich hier oben drüber offen sein, nehme ich an. Und wie ich dann da unten öffne, das schaue ich mir dann irgendwann danach an. So, was haben wir hier? Zombie. Zombie. Ach, das ist... Hä? Ist das ein Zombie von vorhin? Das war jetzt zwar gerade ein bisschen Overkill, aber... Naja, was soll's. Kann man ja machen. Hauptsache, ich fülle meinen Mana wieder auf. Fällt mir da gerade so auf, ne? Muss ich gleich mal wieder machen. Hier liegt erstmal nichts rum. 180. 75. 175. Naja, das reicht für zwei Todeswellen. Und hier ist tatsächlich offen. Sieht auch so aus, als wäre hier ein Gitter gewesen. Und das ist dann wohl auch runtergefahren. Und was haben wir hier? Goblin-Skelette. Ernsthaft? Na komm, zieh die Waffe. Komm, zieh die Waffe. Dafür brauche ich keine Magie. Dafür brauche ich nur ein paar kritische Treffer. Na? Was? Was hat er gerade so... Keine Ahnung. Irgendwas hat er gerade so magisch getan. Bleibst du stehen? Geht doch. So. Haben die irgendwas... Nee, die haben nichts dabei. Okay, hier haben wir diese drei Schalter. Ich versuch's einfach mal mit der gleichen Kombination. Mana habe ich zur Not. Das war links, rechts, Mitte. Mitte, links, rechts. Mitte, links, rechts war's. Ja, komm halt her. Na? Ja, komm. Ja, komm. So. Dann links. Und dann rechts. Was passiert? Okay. Nebel steigt auf. Ah, au. Das tut ja weh. Ist das Giftgas oder so? Ja, okay. Nicht so nett, würde ich mal sagen. Nicht so nett. Halte ich mich mal. 35 fehlt mir jetzt. Gut, das Gas ist größtenteils weg. Dann die nächste Kombination. Ich schätze mal, dass es wirklich mit der Reihenfolge zusammenhängt. Denn warum sonst sollten hier drei Schalter sein?
links, nee, Mitte, rechts, links und... Ah, das ging ja einfach. Kann ich da jetzt eigentlich drauf? Okay, das war ein bisschen unklug. Erfahrungsgemäß mit den ganzen Bugs in Gothic hätte mich das eigentlich festglitschen müssen. Hätte ich auf jeden Fall vorher speichern sollen. Gut, beim nächsten Mal. So, ich habe genug Mana für zwei Massensterben. Ich weiß aber, wo speichern. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile gespielt, ohne zu speichern. Ich mache das mal lieber hier. Sicher ist sicher, bevor jetzt irgendwie noch... Keine Ahnung, bevor ich sterbe. Oder ein Skelettmagier kommt, der mich einfriert. Ja, sowas da. Ja, genau sowas. Als wäre es gewollt gewesen. Vielleicht komme ich ja wieder raus, wenn ich auftaue. Schauen wir mal. Und? Und? Lässt es nach? Na? Na, okay, ich bin tot. Ja gut, schade. Gut, dass ich gespeichert habe. Die Welt hier heißt übrigens Dragon Island. Hm. Wenn das mal nicht zu viel verrät. Über den Endgegner. So, Skelettmagier, dich friere ich erstmal ein. Und dann fühle ich mich hier auch schon wesentlich wohler, wenn ich hier gemütlich mein Massensterben zaubere. Und zack. So. Jetzt sag mir bitte, dass du Mana-Tränke dabei hast. Nicht zu holen. Ja, dann natürlich nicht. Ja, gut. Passiert. So, zweimal heilen. Und dann schlucke ich mal ein paar Tränke. Mal ein 75er. Dann bin ich auf 220. Jetzt nochmal zwei Schlucke. Dann müsste ich bei 370 sein, ne? Fehlen mir noch 10. Noch so ein Feuerkraut. Bisschen Verschwendung. Darf ja sein. So, ich habe jetzt die beiden oberen Räume erledigt. Drücke ich doch mal die beiden Schalter und schau, was hier passiert. Okay. Da muss ich dann wohl durch. Mhm. Das waren die beiden ersten und die leuchten jetzt blau. Ist das vielleicht das Zeichen dafür, dass ich unten durch kann? Also hier sind auf jeden Fall nochmal zwei Säulen im Boden, die hier hochkommen können. Dann schauen wir doch mal, ob das schon gereicht hat, um hier unten das Gitter zu öffnen. Was passiert hier? Das ist gruselig. Was ist das hier? Kann ich das irgendwie auswählen? Nein. Okay. Creepy. Mal schauen, was auf der anderen Seite passiert. Und immer schön das Massensterben in der Hand. Sicher ist sicher. Okay, hier ist auch noch zu. Hm. Nach versteckten Schaltern habe ich ja eigentlich abgesucht. Vielleicht. Ich meine, die sind ja so oben drüber. Die sind unter den Toren. Und gleichzeitig über den Toren von den unteren Dingern. Vielleicht muss ich die einfach nochmal ziehen. Wäre zwar ein bisschen dämlich, aber... Ja, okay. Ich muss die Schalter einfach nochmal ziehen. Gut. Das ist ein bisschen seltsam, aber... Da ist nichts zu holen. Naja, was soll's. Oder ist vielleicht die Reihenfolge relevant? Vorhin habe ich zuerst rechts gezogen, dann links. Nee, Quatsch. Auf der anderen Seite habe ich gerade die gleiche Reihenfolge benutzt. Hier ist immer noch diese Animation, als würde sich hier irgendwas... Würde hier bald irgendwas erscheinen. Da ist doch der Schlüsselmeister erschienen vorhin. Ist das vielleicht verbuggt, weil ich zwischendurch gespeichert und geladen habe? Ich probiere hier mal eben was aus. Wenn ich jetzt nämlich speichere... Und dann lade. Ist es dann noch da oder ist es dann weg? Ist es noch da? Okay. Gruselig. Sehr gruselig. So, was haben wir hier? Ich erwarte irgendwelche fiesen Gegner. Ah, Suchende.
Nee. Hä? Okay. Wie jetzt? Keine Falle? Keine Gegner? Ist ja langweilig. Aber die Suchenden finde ich gerade sehr gruselig. Keine Ahnung, wo die gerade hergestöhnt, hergeröchelt haben. Ich fand es jedenfalls ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein. Andererseits habe ich ja das Seelenruf-Amulett. Ja, aber erstmal muss ich diese untoten Seelen hier verbannen. Der hat auch nur Skelettknochen dabei. Nie etwas anderes. Orkische Kriegsschwerter. Tja, brauche ich die? Weiß ich nicht. Hm. So, dann müsste hier drüben jetzt theoretisch auch noch offen sein. Ne, hier geht's links rum. Ja, hier ist jetzt auch offen. Und was gibt es hier hinten? Drei Gegner. Zombies. Und ein Skelett. Ah ja. Okay. Uah, da kommen die nächsten. Verdammt. Schnell trinken. Schnell trinken. Ja gut, das sind Zombies. Ja gut, Zombies. Kann man ja machen, ne? Ich will ein bisschen verschwenderisch sein. Ich wollte gerade sagen, ich bin mal ein bisschen verschwenderisch mit meinem Mana. Weil, ich glaube, das spielt gerade eh nicht mehr lang. Und, hey, ich hab's. Okay. Ups. Aha. Ich kann den Schalter schon drehen, während die Animation läuft. Sehr schön. Gut, was sagt mein Mana? 130, das reicht nicht, um nochmal zu zaubern. Jetzt bin ich bei 180. Dann kann ich mich heilen, dann müsste ich bei 170 sein. Und das reicht immer noch für etwas zu sterben. Denn ich fürchte, hier auf dem Rückweg könnten wieder Gegner gespawnt sein. Und ich fürchte, es könnte mal wieder ein Magier dabei sein, der mich einfriert. Und das fände ich nicht so gut. Zwei Skelette und ein Skelettmagier. Okay, bin ich schneller? Komm, ich bin schneller. Ja, diesmal war ich schneller. Nichts zu plündern. Weil ich damit gerechnet habe. Sehr schön. Okay, die letzten... Weiß ich nicht. Sind es die letzten beiden? Ich drück sie einfach mal. Schau, was passiert. Okay. Und... Ah. Okay, die Tür ist immer noch nicht offen, sondern ein neuer Schalter ist erschienen. Aber wisst ihr was? Ich würde mal sagen, was passiert, wenn ich den drücke, erfahren wir in der nächsten Folge. Denn ich werde ihn erst in der nächsten Folge drücken. Haha. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen.